Aber vielleicht können wir sie dazu provozieren, dass sie hierher kommen. Einer rückt vor. Können sich auch nicht entscheiden, ne? Da vorne links hockt einer. Du wirst mir aber nicht erzählen, dass das der Einzige war hier, oder? Ich höre über uns auf jeden Fall noch Zombies. Sie sind echt alle tot hier, ne? So, diesmal müssen wir. Ne, müssen wir nicht. Obwohl, die müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite ausfahren dann, ne? Ruckelt das hier so? Na gut, egal. Egal, fahren wir mal rein. Diesmal fahre ich mal mit dem Aufzug mit. Mal gucken, was passiert. Ich speichere aber vorher. Okay. Das ist ja schon mal vielversprechend. Ich hab gedacht, ich könnte dem schon mal in den Rücken schießen. Da gerade ein Bum 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 gehört. Dann nehme ich da schwere Schritte. Wir sind auf jeden Fall schon wieder fast an der Oberfläche. Launch Platform Console remains locked until all work platforms are lowered. Work platforms must be lowered on all levels prior to raising missile. Also bevor wir die Rakete abschießen können, müssen wir sämtliche Schlösser öffnen auf allen drei Ebenen. Ich bin mir bei dem einen Geräusch nicht sicher, ob das Explosionen oder Schritte sind. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir müssen jetzt von hier aus wieder runter. Und zwar wahrscheinlich hier über diese Leiter. Und ich habe einfach eine Granate geknutscht. Sehr schön. Hat mir aber kaum was getan, tatsächlich. Überraschenderweise. Ich glaube, die Shotgun ist tatsächlich besser für dieses Areal, oder? Nicht unter durch. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall das erste Schloss.
So, auf der zweiten Ebene sind die Soldaten von Zombies überrannt worden. Tatsächlich scheint aber überhaupt niemand überlebt zu haben. Weder Zombies noch Soldaten. Das finde ich sehr spannend. Aber unter uns sind definitiv noch Zombies. Ich kann sie hören. So, der Knopf, den ich suche, wird irgendwo da sein, wo auch eine Leiter blockiert wird. Und zwar hier. So, im Nachhinein überlegt, hätte ich an der Stelle jetzt natürlich auch einfach mit einer 0815 Granate arbeiten können, ne? Ist der dritte Knopf da? Guck mal, jetzt funktioniert auch der Aufzug hier wieder. Auch wenn er mich nicht unbedingt mit Vertrauen füllt, aber wir starten gleich eine Rakete. Aber korrigiert mich, wenn ich mich irre. Der Abschnitt, bevor wir diese Rakete gestartet haben, unten in der mit der Bahn, das war im Original wesentlich länger, oder? Aber die Warnung kommt ein bisschen spät. Es sei denn, das Raketenabschussrampenteam ist nicht das, was wir gerade eben eliminiert haben. Oh, es geht noch weiter. Okay. Du darfst aber auch nur mit dem Zug weiterfahren an dieser Stelle, wenn du vorher eine Rakete abschießt. Das ist gut zu wissen. Das macht total Sinn. Sonst darf man hier nämlich nicht durch. Da waren doch jetzt noch die Passagen mit den Raketenwerfern und alles, ne? Diese total nervigen. Na, das finde ich jetzt aber echt mal eine nette Geste. Und vor allem, ich habe noch Spielraum für später. Heißt aber auch, dass uns jetzt hier wieder eine große Schlacht erwarten wird, ne? Na, schauen wir mal. Weiß nicht, ob ich lieber mit dem Ding hochgefahren wäre, ehrlich gesagt.
Beim letzten Mal sind wir da in eine böse Falle getappt. Die aber, glaube ich, noch gemeiner gewesen wäre, wenn ich auf dem Zug geblieben wäre. Wir sind da echt schon durch, ne? Wir sind schon wieder an der Oberfläche. Na gut, holen wir unseren Zug erstmal nach hier vorne. Ganz durch sind wir noch nicht. Aber ich meine, vor Jahren, als GameStar und Co. über Black Mesa berichtet haben, tatsächlich auch gelesen zu haben, dass der Zen-Teil des Spiels, ne, also das Ende, wesentlich erweitert wurde, weil das war ja so einer der großen Kritikpunkte des Original. Und dafür aber so Stellen, die sich im Original hingezogen haben, da haben sie explizit diesen Zugabschnitt hier als Beispiel genannt. Die haben sie so ein bisschen entschlackt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment fühlt es sich auch tatsächlich danach an. Da war ja der Raketenwerfer. Ja, wer nicht zielen kann, hat natürlich klare Nachteile. Rechts war noch einer. Und zwar der. So, da ist es doch jetzt in der zweiten Runde viel besser gelaufen als in der ersten. Die Ladestation, war die hier oben? Nein, da muss ich einmal runterklettern, ne? Ich gehe mich nochmal komplett aufladen, bevor wir hier weitermachen. Ja, bevor es so weit weg ist, dass es sich so überhaupt nicht mehr lohnt. Es ist ja jetzt schon ein relativ weiter Weg. Und wieder zurück. Und jetzt kommt der Punkt, wo mir gerade einfällt, dass ich, glaube ich, für heute vergessen habe, die Bildqualität von Stream wieder auf VOD umzustellen. Dementsprechend werden diese paar Folgen Black Mesa hier wahrscheinlich eine schlechtere Bildqualität haben. Aber jetzt auf die letzten 5 Minuten noch umzustellen, lohnt sich auch nicht. Ich mache nämlich, also ich, es wirkt vielleicht beim Zuschauen so, als würde ich das alles am Stück aufnehmen, tue ich aber tatsächlich nicht. Ich mache zwischendurch immer Pausen, ich spare mir nur An- und Abmoderationen und setze genau da wieder an, wo ich aufgehört habe. Ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich auffällt beim Gucken. Aber das nur so als Erklärung, falls es mal gravierende Unterschiede in der Grafik oder in der Soundqualität geben sollte. Geworfen gehabt, ne?
50. Jetzt könnte ich eigentlich theoretisch schon wieder zurück. Mag ich auch. Ja, ich bin schlimm. Was sowas angeht. Ich habe auch tatsächlich noch mehr, so ein bisschen mehr Einblick noch hinter die Kulissen zu geben. Hier, ich habe am Anfang habe ich immer parallel gespielt. Da habe ich immer eine Stunde Half-Life, dann eine Stunde Black Mesa. Das habe ich tatsächlich irgendwann eingestellt und habe Half-Life tatsächlich erstmal komplett durchgespielt, damit ich mich jetzt auf Black Mesa konzentrieren kann, weil die beiden Spiele sich doch an bestimmten Stellen so ein bisschen anders steuern und anfühlen, damit ich dann nicht immer in meinem Kopf wieder hin und her switchen muss, sondern mich auf ein Ding konzentrieren kann. Wenn ich jetzt also irgendwelche Referenzen zu irgendwelchen Teilen im Original mache, die zu diesem Zeitpunkt im Let's Play noch gar nicht aufgetaucht sind, dann muss ich mich dafür entschuldigen. Das liegt daran, dass ich die Half-Life-Seite halt schon abgedreht habe. Dieses explosive Fass macht mich ein bisschen nervös da, ne? Mal gucken, ob da was hinter ist. Ach, leck mich doch am Arsch! Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid, das habe ich echt nicht gewusst. Das war, glaube ich, erstmal wieder... Hier wäre auch noch was gewesen, okay. Sparen wir uns. Euch. Wir haben ja schon wieder eine... Mein nochmal. Das ist wesentlich beschissener gelaufen, als es sollte. Das war ja noch beschissener. Einer. Ich war genug weg, dass sie mir gar nichts anhaben konnte. Mit dem Revolver kann man also zielen. Das ist gut zu wissen. Den habe ich schändlich wenig benutzt im Original tatsächlich. Aber wir sind echt durch diesen Zugabschnitt schon durch. Das die können auch nur hier oben lang kommen. Das heißt, nee, die können nicht mal hier oben lang kommen. Oh,
Okay. Ich muss zugeben, nach reiflicher Überlegung, ich mag den Revolver. Da sind noch welche. Okay, jetzt wüsste ich halt gerne. Kann ich das Schloss hier aufmachen? Ich hätte halt gerne eine Möglichkeit, hier wieder her zurückzukommen dann, ne? Da ist ein großes Geschütz. Okay. Fair enough. Kommen noch welche. Die Steuerung dieser Geschütze ist ein bisschen komisch in diesen Spielen, ne? Ist ein Half-Life nicht besser gewesen? Jetzt haben wir es, glaube ich. Wir sind echt schon beim Raketensilo. Das ging wesentlich schneller als im Original. Control Room, Security Clearance Level 4. Okay, wir brauchen eine Sicherheitskarte, oder? Einen anderen Weg da rein. Zum Beispiel hier. Das sieht sehr nach einem anderen Weg da rein aus. Tja, ich glaube, den armen Typen werden wir gleich eine große Überraschung bescheren hier. Ungefähr so. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Das ging jetzt tatsächlich besser, als ich befürchtet hatte. So, machen wir mal Licht an hier. Hallo. Weißt du, sich groß beschweren, ne, dass man das nicht machen will und das dann aber trotzdem machen. Das sind mir die Liebsten. Hier können wir die Rakete starten, wa?
Vorher komme ich hier anscheinend auch nicht raus. Also würde ich sagen, starten wir die Rakete. Ready for takeoff. 20 seconds. Ich müsste hier ja eigentlich sicher sein. Es wäre bescheuert, wenn diese Konsole im Gefahrenbereich wäre hier. Tut mir leid, erst habe ich über die amerikanische Hymne nachgedacht, aber dann dachte ich, die Avengers werden irgendwie passender. Ich könnte euch nicht mal genau sagen, warum. Jetzt ist die Tür offen. Oh, da hinter uns wäre der Countdown gelaufen, wa? Oh, bist du denn jetzt stabil im Orbit? Anscheinend. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus hier.